Bist du in Bedrängnis? Bist du in finanziellen Schwierigkeiten? Bist du entmutigt, enttäuscht oder verbittert über irgendwelche Sachen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Das sind genau die Leute, aus denen sich Gott seine Helden schmiedet. Weißt du, im Alten Testament finden wir David. David musste fliehen vor Saul, musste sich verstecken und hat sich da in einer Höhle im Gebirge verschanzt. Und dann kamen Leute zu ihm. Leute, die geflohen waren, Leute, die in Schulden gekommen waren, Leute, die gesucht wurden, so irgendwelche gesellschaftlich fragwürdigen Persönlichkeiten, die landeten bei ihm, die kamen zu ihm und sie bildeten eine Gruppe, die sich um David scharte und die später zu einer sogenannten Streifschar wurde. Und noch später, als er König wurde, die zu seinen Helden wurden. Wir lesen in der Bibel, und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte. Wörtlich heißt es da, jeder Mann der Bedrängnis und solche, die verschuldet waren. Wörtlich heißt es da, jeder, der einen Gläubiger hatte. Und andere mit erbittertem Gemüt. Wörtlich heißt es da, jeder Mann mit bitterer Seele. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Das Interessante ist, dass diese Leute, die vor der gesellschaftlichen Situation auf der Flucht waren, die ausgestoßen waren, die sich verborgen hatten, Pleitiers, Versager, Leute, die einfach Aussteiger waren, die Frust hatten, aus unterschiedlichsten Situationen herauskamen, sich um ihn geschart haben, weil sie haben erkannt, das ist ein Mann mit einer Berufung, die Hand Gottes liegt auf seinem Leben, da ist Salbung, da ist etwas, was uns weiterbringt. Und sie haben sich um ihn geschart und später wurden sie zu mächtigen Helden Davids. Die Heilige Schrift nennt sie mehrfach Helden. Zum Beispiel, dies sind die Helden Davids. Und dann kommt eine lange Aufzählung in 1. Chronik 11. Überhaupt wird über die Helden Davids über viele, viele Verse im Alten Testament berichtet. Die Leute kamen zu dem Mann Gottes, scharten sich um ihn und gingen mit ihm in dessen Berufung hinein. Und das ist es, was wir als Christen mit Jesus tun können. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, wenn du in Auswegslosigkeit steckst, wenn du keine Ahnung hast, wie das, was dein Leben so verhunzt, irgendwie weitergehen soll, dann wende dich Jesus zu. Er hat geradezu ein Faible für die Versager dieses Lebens, für die Leute, die gescheitert sind, für die Leute, die durch Konkurs, durch persönliche Probleme, durch finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme und hindurchgegangen sind. In der Bibel können wir lesen, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wenn du in einer Situation bist, dass du nicht edel bist, nicht mächtig bist, nicht stark bist, nicht schlau bist, nicht schön bist und so weiter und so weiter, dann bist du genau richtig aufgehoben beim Herrn der Herren, bei dem Gesalbten, bei demjenigen, der dich um sich sammelt und der dich zu einem Helden machen möchte. Einem Helden zum Bau des Reiches Gottes. Gott hat mehr für dich.